Oh je. So, okay. Leute, lasst uns den Genius fertig machen. Kaputt machen wir den jetzt, Freunde. So. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Naja, müssen wir das Ding jetzt töten oder... Deaktiviere die magische Barriere. Ah ja, ich verstehe. Oh shit. Ups. Moment mal, ist es das richtige Schwert? Oh Gott, wir machen überhaupt null Schaden. Mein Schild? Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Das ist schon krass, was der aushält. Der Typ ist. Holy shit, okay, das hat mich jetzt erschreckt. Damage. Das war's. So stark war der nicht. Alright. Hol dir eine Belohnung. Sehr gut. Moment mal. So. Jetzt bin ich gespannt, was wir dafür bekommen. Das Haus vielleicht? Das wäre doch mal angemessen, oder? Wo ist die Cola-Dose? Welche Cola-Dose? So, zack. Ach lol, hier war ja ein... Okay, den haben wir wahrscheinlich dann einfach noch nicht erkundet, ne? So, Platz des Hierarchen. Hast du schon den neuen Witcher-Netflix-Serien-Trailer gesehen? Die Serie soll ja angeblich Mitte Dezember kommen. Warte mal, Dezember 2019? Das wäre schon sick. Ich habe gehört, Avatar soll kommen, Witcher soll kommen, viele coole Sachen sollen kommen. Aber ich hatte halt den Eindruck, dass es alles in 50 Jahren kommt, ne? Herr der Ringe. Ne Serie von Herr der Ringe soll kommen. Begrab mich mit einem Fassbier in den Humpen in der Hand. Singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Okay. Ich hab die Zeit im Blick. Danke für den Reminder. Erstausstrahlung 20. Dezember 2019. That is interesting. Tatsächlich. In der Jacke musst du doch schwitzen.
fressen wie ein Schwein. Ist die Greifenschuljacke, Mann. Oh, du Schwein. Was ist denn mit den Leuten, Mann? Was ist das? Ich war mal so saublau. Das hört sich nicht gut an. Was? Du Lumpenpolle. Alter, was, ey? Ohne Witz, diese Leute wollen alle kassieren. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Schön zu Weihnachten, ja. Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. So, du Lumpenproletarier, was auch immer das sein soll. Ich hau dir aufs Maul. Alter, was ist mit dir, Mann? Schmeiß dich gleich über das Geländer hier. Du Sack. Ach, wie kannst du es wagen? Ich schwör's euch, ich bin so nah dran, die Leuten hier einfach mal ein paar zu verteilen. Wolfen nimmt einen Teil, Hacker nimmt einen Teil. Ne? Wie soll man da noch Gewinn machen? Ja, steh doch halt nicht da rum, Mann. Wenn du siehst, dass man durchlaufen muss. Du Lappen, ey. So, ja, die Netflix-Serie soll ja schön zu Weihnachtszeit kommen, ne? Das ist cool. 4 Tage vor Weihnachten. So, meine Freunde, jetzt ist es aber soweit. Wir gehen nach Skellige. Kachba wird weggeflext, ja. Hätte sie noch ein Wort gesagt, Alter, hätte ich ihren Hut vom Kopf getrennt. Mit einem Highkick. Mit einem guten alten Highkick. So. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ach! Du bist eine Frau? Ich, eine Frau, bin Kapitän. Was? So ein Scheiß, nicht wahr? Das geht doch nicht. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Dann hast du wohl nicht die Eier eines Kapitäns. Irgendwelche Elfen, Götter, nein. Gut, dann eben nicht mit dir, Mel. Frauen bräuchten mal einen heftigen Stoß. Scheiß auf... Nee, Spaß. Oh Gott, sind da schon wieder... Ach, da unten wieder, ne? Die guten alten Banditen, ey. Die guten alten Hurensöhne. Okay. Ich finde ein... Schiff nach Skellige. Guck mal, der ist genauso müde wie ich, Alter. Seemann. Noch ein Seemann. Das nennst du Leben, Hexer? Verschwendeter Atem. Das nennst du Leben, Hexer? Meint er meins? So, wo ist überhaupt hier jetzt, was muss ich überhaupt hier tun jetzt? Mir reicht's mit dieser Arbeit. Hä? Moment mal. Bin ich dumm? Ach so, da drüben. Lol. Ja, dann, Hieronymo und so, ne? Naja, wie sagt man Männerliebe, wahre Liebe? Bruder. So. Fistech-Süchtiger. Oh Gott.
Geralt ist gerade durch das Holz geklettert. Oh Gott, oh Gott, oh. Ein Wunder, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Nicht jeder von uns hatte das Glück. Verfluchte Piraten. So. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb oder ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Entweder im Schweinestall oder im Puff. Also für den Typen wahrscheinlich dasselbe. Arr selbst. Du Ficker. So. Der Stream ist ab 18. Haha, ich darf fluchen, so wie ich will. Ja, und die Videos werden sowieso geclaimed. Nee, Spaß. Ich hatte tatsächlich bisher nur ein paar Mal, dass die Videos nicht werbefreundlich waren. Das ist angenehm. Kapitän Wolfstein. Oh, gibt's hier eine fette Prügelei, Alter? Willst du Ärger? Ja, und es kommt noch härter. Das nennst du Leben, Hexer? Was willst du? Bis dann. Kann man hier nicht prügeln? Wenn wir gerade schon hier sind, können wir doch auch gleich jemanden zusammenschlagen. Ah, da ist er ja. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer. Geralt grüßt Meister Lehm. Nimmst du die Herausforderung? Ja. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. So nennt man mich auch in meiner Freizeit. Solange der Meister sich vorbereitet. Sephiron der Rambock. Reden wir über Geld. Oder war es der rammlige Bock? Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Oh, ist das so ein Pyramidensystem? Verkauft hier Tupperdosen? Ein Eimer Geld dafür, ein paar Schläge einzustecken? Verlockend. Bin dabei. Was soll ich tun? Nicht viel. Schlag ein paar Mal zu, nicht zu oft. Und lass dich dann umhauen. Ein warmes Willkommen unseren... So, der rammlige Bock mit dem Rambock. Hui, Georg, du kleiner Suckerpuncher, Alter. Was ist denn mit dir kaputt, ey? Boop. Boop. Schau mal, wenn er schlagen will... Oh. Oh, wow. Wow. Pa, pa, pa. Das war's. Jetzt bist du dran. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Das war's wohl für den Georg. Ich hab dir ein lukratives Angebot gemacht, oder nicht? Ja, aber es geht nichts darüber, einen Dieb auszurauben oder einen Betrüger zu betrügen. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Bilde dir das ja nicht ein. Meister Lehmhut vergisst nie. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist dein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Dafür, dass ich ihn gerade gefickt habe, auf Deutsch, ist er aber gerade ziemlich nett, ne? So. Wir gehen mal zu diesem Captain Wolfstein. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keller. Kaputter Typ, ey. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Arzgellig. Hat Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Streng geheimes Getreide? Hast genug Geld? Oh, 1000?
What? Kann ich den nicht irgendwie verzaubern? Ich meine, der ist besoffen. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Woher genau weiß der Typ, wie schwer ein Bullensack ist? Ich meine, okay, andererseits ist er auch regelmäßig in einem Schweinestall unterwegs, von daher überrascht mich da gar nichts mehr. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Oh, schöner Sonnenuntergang. Oh, sehen wir den Dude jetzt wieder naked? Naked, naked? Muss ich wieder schneiden? Goddammit. Okay, zum Glück nicht. Frauen wollen auch was sehen. Ja, da kommen Frauen wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, ne? Oh Gott. Holy shit! Was ist denn hier los? Kann man nicht einmal in Ruhe wichsen? So. Hi, Pirat! Whoops! Boah, Digga, wie viele Piraten hier, ne? Piraten mit Bögen? Willst du mich verarschen, Digga? Bro! Hör auf mit der Kacke! Ja, Lunken, ey. Boah, Digga. Uff. Ey, schau mal, der Wolfram-Typ lebt noch. Das ist die No-Nut-November-Polizei. Oh, shit. Schuldig. Verhaftet. Verhaften Sie mich, Officer. Wolf? Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Tja, dann macht das Ganze hier einfacher. Fledderst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sehe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Das stimmt schon. Ich meine, Geralt lootet auch öfter mal tote Körper. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du? Oh, skellige Musik, Freunde! Treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren.
Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Ich lang dir ein. Yennefer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehm dich beim Wort. Der Dude, ey. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke, mach's gut. Hausch rein, Steingrim! Mit deinem Wolf. Was zum Teufel macht eigentlich Plötze hier? Gut, uff. Ja, das war nicht so erfolgreich, ne? Oh Gott! Nein! Ist das nicht mein langjähriger Freund? Ulf! Ulf, nein! Okay, lass uns mal hier ein bisschen looten. Wir haben ihm gerade verboten, uns zu looten. Looten aber selbst den ganzen Scheiß hier, okay. Ah, schön ist es hier, oder? Ins Gellige, Freund. Oh Gott, Sirenen. Ja, moin. Oh, by the way, Freunde. In diesen Gewässern gibt es Monster mit Titten. Die werden sehr interessant sein. Alter, kannst du jetzt mal sterben, bitte? Oh Gott, wir haben das falsche Schwert, ne? Mal wieder. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja, nach zwei Hits sind die tot. Oh je. Ulf hat nicht durchgehalten. Nein, Mann, der Ulf hat es nicht geschafft. Der war nicht hart genug, der Typ. Ist das... War das unser Schiff? Damn. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Oh, nee, das kann gar nicht unser Schiff sein, weil es da gar kein Sirenenversteck geben kann, oder? Was ist denn jetzt los? Oh. Echidna. Uff. In zwei Teile geteilt, die Olle. Ja, die ist nicht so schön, ne? Ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil es gibt Sirenen, die aussehen wie Frauen und dann gibt es wiederum Sirenen, die aussehen wie... Naja. Das Ding eben. So ein bisschen irritierend. Aber gut. Das ist gar nicht unser Schiff, ne? Das ist irgendwie ein random Schiff scheinbar. Okay, das kann man scheinbar nicht aufmachen. Aber hier gibt es noch eine Truhe. Ja, sieh mal eine an. Das lohnt sich halt immer, ein bisschen rumzugucken. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh. Ich meine, was ist es genau? Oh, es ist ein Quentzeichen. Ja.
einen Fertigkeitspunkt erhalten und Quen ist stärker. Viel Spaß beim Zensieren. Ja, das wird übel kacke. Aber hey. So, was haben wir denn da noch? Habe ich was übersehen, Leute? Da sind noch ein paar Truhen. Die Truhen werden ruhen, aber erst nachdem ich sie gelootet habe. Oh, da sind noch Skelette. Also hier scheinen öfter mal Sachen angespült zu werden, ne? Gut, da ist noch ein Fass. Das war Axi. Ah, true. Das ist gar nicht Quen, das ist Axi. Tja, wenigstens haben wir einen Knödel gefunden. Gut. Ich glaube, wir haben alles, oder? Wobei. Pff. Oh, warte mal. ja, das ist unser Schiff scheinbar. Oder? Ist es unser... Nee, das ist nicht unser Schiff. Lol. Hier gibt es aber ganz schön viele Schiffe. Die... Oh. Ein Schwert. Ein sehr gutes Schwert scheinbar. Ein Relikt. Alter, das ist ja loot-tastisch hier. Oh. Tausend Kronen, gegrilltes Schweinefleisch, schwarzmagische Puppe. Oh shit, ist das der Typ? Ist es der Wolfstyp, Alter? Der Besoffene? Dem wir die Kohle gegeben haben? Der ist halt auch kein Survivor, ne? Oh, da drüben ist ein Dorf. Lol. Okay, der lag hier hinter dem Schiff. Krass. Gut, aber ich glaube, wir haben alles, oder? Ansonsten. Außer hier noch ein paar Kreuzdorn und so. Würde ich sagen, steigen wir auf Plötze. Aber bevor wir das tun, gehen wir mal in den Charakterbaum hier. Oh, wir sind gleich auf Level 20. Das heißt, wir werden gleich noch ein bisschen mehr machen können. Ja, komm, dann lass uns doch noch kurz warten. Dein Geld, hol es dir. Das ist der Captain. Ah, die Sirenen werden wieder zu Frauen... Werden wieder zu Frauen, wenn du sie killst. Muss man drauf achten. Ja, irgendwie sowas, ne? Zuerst sind sie Frauen, dann wenn sie angreifen, werden sie zu Monstern und irgendwie, keine Ahnung. Es ist interessant. Interessant gemacht auf jeden Fall. So. So ist gut. Geh zum Hafen von Kertrolde. Von der guten alten Kertrolde. Nee, da hoch will ich nicht. Hier lang. Ah, die Musik von... Oh! Arr! Los, los! Von Skellige, Alter. Auch sehr schöne Lande. Ne, wilde Lande. Inseln. Aber hey. Allesamt sehr schön. Wild, aber wunderschön. So, was ist da drüben? Sind das Banditen? Ist das ein Wolf? Schneller. Ich glaube, das sind Wölfe. Die jucken mich nicht. So, und hier haben wir noch einen Händler. Sollen wir mal abchecken, was der hat? Wenn meine Rete was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Hallo, willst du was kaufen? Du kannst ihn looten, deine 1000 Goldstück. Zeig mir deine Ware. So, Meisterlicher gefertigter Rennsattel. 55 Ausdauer. 30 Kapazität Satteltaschen. Oh, wo. Den brauchen wir tatsächlich.
Ach komm, wir nehmen einfach mal alles mit, oder? Komm, scheiß drauf. Schwefel. Chitinpanzer. Gehärtetes Holz. Oh Gott, wow! Ich habe gerade einen Dimitrium-Barren für 2000 gekauft, ne? Uiuiui. So, den Sattel holen wir uns. Ich glaube, der ist nämlich besser als den, den wir haben. Oh, wir haben, by the way, noch sehr viele Sattel zu verkaufen, ne? 40 Ausdauer, 45 Ausdauer, 50 Ausdauer, 30 Kapazität Satteltaschen. Ja, das sind dieselben. Den rüsten wir danach aus. Rüstung. Das machen wir alles weg. Zack, 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 zack. Henkerskapuze. Okay. Ginvel Ed. Das sind alles 12er, Stufe 5 und 15 und 12, ne? Das ist halt nicht auf unserem Level, aber. Naja. Wiedersehen. Gut, dann rüsten wir mal aus. Den Lachs, wo ist denn das Plötze, genau? 55? Ja, 5 Ausdauer mehr. Hey, hurra, sehr gut. Dann verkaufen wir den Instant wieder, weil der braucht auch Gewicht. Zack. Ja, das sind irgendwie 5 Kilo oder so, das ist gar nicht mal so wenig. Bomben, was können wir denn hier alles verkaufen? Den Schrott können wir verkaufen, den Schrott können wir auch verkaufen. Warte mal, haben wir, was für Satteltaschen haben wir? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Fuck. Wiedersehen. Sorry, Leute. Was sind das für Satteltaschen, die wir da haben? 70. Pff, ja. Gut, dann nichts wie weg mit dem Lachs. Zeig mir deine Waffe. So, hier haben wir nichts mehr. Zack. Gut. Dann machen wir jetzt noch ganz kurz Alchemie. Ich weiß nicht, ob uns das levelt zeitgleich. Wenn ja, kriegen wir vielleicht gleich noch ein Level. So. Guck mal. Den Lachs können wir uns jetzt machen. Ah, okay. Wir haben jetzt diesen Marter, aber wir haben noch andere Sachen nicht, die uns fehlen. Teufelsbewusst haben wir. Verbesserter. Gut. Meinst du kannst es mit ihm aufnehmen? Ich hab gerade erst festgemacht. Und schon belästigst du mich? Heya! Die Musik ist einfach angenehm. Ja, die Musik ist super schön. Und ihr werdet gleich auch den Ort sehen, wo wir hinreiten. Ich glaube, das ist. Ne? Ich glaube, das ist der Ort. Eine Herde Geißböcke soll dich aufspießen. Schneller! Weiter so! Du wirst es nie lernen. Eine Herde Geißböcke? Oh, Bruder. Drecksau! Drecksau! Du alte Drecksau. Okay. Ach Gott, wir haben doch gerade eben erst Scheiß verkauft. Moment mal. Okay, das ist safe der Ort einer Quest, oder? Oder sind das random Wandmalereien? Auf jeden Fall der Ort, wo wir hingehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist oder ob das erst noch kommt. Der ist auch sehr, sehr schön. Sehr beeindruckend. Oh, tatsächlich. Ja, guck mal. Da drüben sehen wir es schon. Da werden wir gleich hingehen, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ach, wir müssen zum Hafen von Kertrolde. Okay, noch nicht ins Schloss. Ja, die Burg Kertrolde ist eine sehr feine Sache. Die erinnert sehr stark an Game of Thrones. An die, mich persönlich erinnert es so ein bisschen an die Eiseninseln.
sonst schickt Krach uns mit Bran auf die Reise. Beweg dich! Mit Bran auf die Reise, lol. Und das, nachdem ich den Satz rausgehauen habe. Los, lauf! Alles klar. Wer hat von wem geklaut, ist hier die Frage. Hilfst du einem Mann? Wir müssen zum Hafen und König Bran fahren. König Bran? LOL! Das weiß noch keiner. Aber die Götter werden dafür sorgen, dass es ein... Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Okay. Sei ich nächstes Mal auch im Club. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Wäre ja witzig, wenn der Entwickler der GOT gelesen hat und sich davon hat inspirieren lassen. Was ist denn älter? Die Bücher von GOT oder das Franchise von The Witcher? Ich glaube, Witcher ist wesentlich älter, oder? Pass auf, wo du hinzu. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Mega viele versteckte Anspielungen auf GOT, Lord of the Rings und so, okay. ...1996 war GOT. Okay. Tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Aha, die beiden kennen sich scheinbar. Grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Birna! Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Die alte Birna. Das wiederum ist, glaube ich, eine Anspielung auf Herr der Ringe, oder? War das nicht Boromir? Der ist so gestorben, also beziehungsweise der so... ...verabschiedet wurde? Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Alter, der ohne Auge, Mann. Eines Tages,
werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Ist das der Weideler? Das wird ein guter Tag sein. Der Ziegenfick-Weideler? Du kanntest Bran. Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Thürsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Damn, Geralt, Alter. Jetzt üb dich mal ein bisschen in Zurückhaltung, du Junge. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste ins Gellige, so berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Haben wir die Mumen eigentlich besiegt? Ich habe auch unsere alte Freundin Kayra getroffen. Was um Himmels Willen macht Kayra Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Hä, warum nicht? Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Warum haben wir die Mumen nicht besiegt? Ich kann mich nämlich erinnern, dass man die eigentlich töten muss. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, aber... Es wäre ein bisschen spät irgendwie. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Der Moissac, Alter. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum der wohl Moissac heißt? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit.
Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay, my dudes, wir haben es tatsächlich hinbekommen. Wir sind in Skellige. Birna! Birna hinzugefügt. Wo bist du hin, du Schafficker? Oh no. Das war ja wieder so klar. Stufe 20. Ich bring ihn um. Oh Gott, Digga. Wisst ihr was, Jungs? Ist mir jetzt egal. Mir komplett egal. Ich kill euch einfach. Du wolltest es nicht anders. Was? Verlierst du die Nerven? Holy shit, Digga. Okay, vielleicht kill ich euch nicht. Oder vielleicht auch schon. Alter, okay. Ich meine, okay, ey, wenn sie uns angreifen, weil wir ein Wasser aus einer Truhe rausgenommen haben, dann, keine Ahnung, wollen sie... Oh Gott, oh Gott. Dann wollen sie es vielleicht nicht anders? Oh, wow. GG. Ich wollte eigentlich da runterspringen, aber Geralt dreht sich mal wieder nicht um, ne? Du hast Geld ver... Du hast Geld verloren. Alles klar. Ja, optimal, Digga. Dann haben wir jetzt noch 900 Gold. Nice. Halbiert sich das Gold oder wie läuft das hier? So, Charakter. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Alter, sind die stark hier. Ja, hier kann ich tatsächlich gar nichts machen. Ich habe... Wie viele Punkte? 3. Ist ein Safe Nestle-Mitarbeiter. Die No-Nut-November-Polizei kam zurück. So, Präzisionsschläge. Wollen wir einfach mal das hier weitermachen? Ja, schon, oder? Zack, zack, zack. Dann werden unsere schnellen Schläge noch stärker. Und beim nächsten Mal kriegen wir den Wirbel. Schneller Angriff. Wir brauchen aber noch 7 Punkte. Uff. Uff, Bruder. So, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die Hälfte unseres Geldes verloren haben, ne? Kann ich das irgendwie wiederholen, oder? Ich glaube nicht. Was guckst du denn so? Diggity damn. Tag. So haben sie gewettet, wer einen Bären erwürgen könnte. Die erste Unterhaltung. The fuck? So. Wir steigen auf. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Und verabschieden uns für heute. In Art Skellig.